Alles fällt, vor allem Aktien fallen, Rohstoffe fallen, sogar Gold fällt, Öl fällt. Alles fällt, wie gesagt, nur Dollar steigt und Renditen steigen. Und all das ist ein Anzeichen, dass ziemlich viel Stress im System ist. Und dieser Stress, der ist seit letzten Freitag im System, vor allem seit Jerome Powell eine klare Absage der Hoffnung erteilt hat, dass die Fed schon bald wieder umkippt und dann die Zinsen senkt, weil ja alles super ist. Das ist offenkundig nicht der Fall. Paul hat das zurückgewiesen und jetzt haben wir diesen Stress im System. Wir sind überverkauft, das ist gar keine Frage und normalerweise müsste man von solchen überverkauften Niveaus jetzt mal zumindest eine Erholung sehen, aber was wenn nicht? Dann könnte es ziemlich unschön werden. Wir sehen hier zunächst mal Renditen nach oben. Die Treasury Yields steigen. Morgen kommen die großen US-Arbeitsmarktdaten um 14:30 Uhr. Am Montag ist dann Feiertag in den USA, börsengeschlossen, Labor Day. Und man fürchtet, dass jetzt am morgigen Freitag die Arbeitsmarktdaten sehr, sehr stark ausfallen. Da ist teilweise schon die Rede, naja, wenn jetzt die Arbeitsmarktdaten stark sind und dann auch die CPI-Daten bald wieder gemeldet werden oder wenn die nicht wirklich runterkommen sollten, dann könnte die Fed sogar überlegen, einen 100-Basispunkte-Schritt zu machen, also 1%-Schritt bei ihrer September-Sitzung. Nicht sehr wahrscheinlich, aber es zeigt so ein bisschen die mentale Verfassung des Marktes. Sehr viel Negativität ist derzeit der Fall und wir sehen, dass der Dollarindex jetzt über die Covid-Panik-Hochs steigt. Gold ist unter die 1700er Marke gefallen und der Dollarindex jetzt im Prinzip auf dem höchsten Stand seit dem Jahr 2002, also seit 20 Jahren. Dollar-Yen etwa erreicht den höchsten Stand mit 140 seit dem Jahr 1998 und hier sehen wir mal den Dollar, wie gesagt, höchst der Stand seit 2002 und wie Sven Hendrik hier zeigt, ist jetzt eine Entscheidungszone. Entweder das Ding geht weiter nach oben oder es kommt jetzt mal ein Rücksetzer wieder in diesen Trend hinein. Das ist ja sehr, sehr steil gelaufen. Wir sehen oben den RSI doch schon ziemlich angespannt. Also es spricht zumindest charttechnisch manches dafür, dass der Dollar jetzt erstmal eine Pause macht. Wenn nicht, dann kann es ganz schön unschön werden, denn der Dollar ist eine Art Stresssymptom, ist der sichere Hafen, bringt diejenigen unter Druck, die in Dollar verschuldet sind. Und das sind gerade in Emerging Markets Ländern sehr, sehr viele. Und was nicht wirklich geholfen hat heute, war der ISM-Index. Der war besser als erwartet. Und was normalerweise ja eine gute Nachricht ist, zumal wir gesehen haben, dass die Preise jetzt auf dem niedrigsten Stand seit Juni 2020 sind innerhalb des ISM-Index. Der war mit der Preiskomponente war mit 52, irgendwas immer noch expansiv, das heißt, wir haben zum Vormonat eine leichte Steigerung gehabt, aber die Preisdynamik war jetzt nicht mehr wirklich da. Wir hatten teilweise noch vor einigen Monaten Werte von über 80, also wir sehen, die Preisdynamik hat sich abgeschwächt. Normalerweise wäre das doch eine gute Nachricht für die Aktienmärkte, müssten eigentlich hausieren, aber nein, man hat sich darauf fokussiert, dass eben der ISM-Index besser war als erwartet. Und was heißt das? Keine Rezession, so zumindest, wenn man diese Daten sieht, dann auch keine Zinssenkungen. Das ist die Überlegung des Marktes. Und gestern hatten wir den ADP-Arbeitsmarktindex. Und da geht man eben davon aus, dass eben jetzt mindestens die Fed aufgrund der doch nach wie vor relativ robusten Lage am Arbeitsmarkt eben die Zinsen mindestens um 75 Basispunkte anheben wird. Hier sehen wir mal den frischen Atlanta Fed GDP Now Index, also der praktisch so eine Art Realtime-Tracker ist für die BIP-Erwartung in den USA, 2,6%, also solides Wachstum. Wir haben zuletzt wieder ganz passable Konjunkturdaten gesehen. No recession, no rate cuts. Dumm gelaufen. Und so sagt Goldman Sachs, we continue to see risk-off behavior, also Risikoaversion auf breitester Front. Und das wird nicht in naher Zukunft sich ändern, prognostiziert Goldman Sachs, die ja sehr viel Zugang haben, etwa Hedgefonds handeln über Goldman Sachs etc. Das könnte jetzt heute der fünfte Tag in Folge werden, wo wir ein Breadth von minus 200 oder mehr haben. Das heißt, dass die Anzahl der Aktien, die fallen, ebenso massiv stärker oder höher ist als die Anzahl der Aktien, die steigen. Die letzten beiden Male, als wir das gesehen haben in dieser Länge, das war
im Jahr 2015 und dann im Jahr 2020 einmal sogar 6 Tage. Also wir sehen, es geht auf breiter Front nach unten, auch wenn solche Werte wie Nvidia heute stark unter Druck sind. Aber wichtig ist, dass die Fed jetzt eigentlich schon ein Ziel erreicht hat, wie Andreas Steno Larsen zeigt, nämlich die Real Yields bei den Zweijährigen sind positiv. Was sind die Real Yields? Das sind die Inflationserwartungen, nicht die faktische Inflation, die Zahlen, die gemeldet werden, sondern die Inflationserwartungen und dann die Rendite der zweijährigen Anleihe. Wenn man das mal nebeneinander hält, dann sind wir jetzt über Null. Das ist genau das, was die Fed eigentlich erreichen will. Die will positive Realrenditen, um die Financial Conditions zu straffen. Das passiert auch eben durch den Fall der Aktienmärkte. Dadurch sinkt die Nachfrage, weil die Leute schlichtweg durch fallende Aktien weniger Geld im Depot haben, dadurch weniger konsumfreudig sind, dadurch weniger nachfragen. Sie kennen diese Litanei. September ohnehin ein schwieriger Monat. Ich hatte es heute Morgen schon gezeigt für viele Märkte. Wir sehen etwa für den DAX 2 schlechtester Monat nach dem August normalerweise. Nasdaq 2 schlechtester Monat für S&P 500, 2 schlechtester Wert für, oder Monat für Silber. Auch für Crude Oil und Natural Gas, Erdgas, ist das nicht besonders ein erfreulicher Monat. Historisch gesehen im Durchschnitt. Und ja, wir sind überverkauft. Hier sehen wir mal den Stock 600. Aber hier sehen wir, dass wir beim Stock 600 zumindest jetzt noch nicht so diese Überverkauftheitswerte hatten, die wir im Juni gesehen haben, als wir das Tief gemacht haben. Auch nicht Werte sehen, die wir etwa im Corona-Crash gesehen haben. Da sind wir noch relativ weit entfernt. Insgesamt ist es ein Zusammenkommen negativer Faktoren, wie hier ein Analyst beschreibt, diese negativen Faktoren prallen alle zur selben Zeit auf die Märkte, eben diese hawkische Haltung der Fed, auf der anderen Seite Probleme in China weiterhin mit Lockdowns, wir sehen eine Dollarstärke, all das, was sozusagen Leute risikoavers werden lässt, das ist eben derzeit der Fall und die Stimmung ist schon sehr, sehr negativ. Hier sehen wir mal in den USA jetzt, vorhin hatten wir den Stock 600 gesehen, jetzt sehen wir den NYSE. McLaren Oscillator, also NYSE sind praktisch alle Aktien, die an der New Yorker Stock Exchange gehandelt sind. Jetzt sind wir hier bei minus 113, das ist mit Abstand der überverkaufteste Wert seit dem Jahr 2022 oder in diesem Jahr 2022, auch im 2021 kann ich mich an einen solchen Wert nicht erinnern. Und die eine Sorge ist die Fed, die andere Sorge ist, wie schaut es denn mit den Margen aus? Wir sehen immens gestiegene Preise, Erzeugerpreise, also Kosten für die Unternehmen. Hier sehen wir mal die verschiedenen regionalen FED-Umfragen. Hier sehen wir Unfilled Orders und the Supplier Deliveries. Also das sind so eine Art Frühindikatoren innerhalb dieser Umfragen. Da sehen wir, die sind regelrecht abgestürzt und normalerweise geht es dann eben auch mit den Margen deutlich nach unten, wie Sie in dieser Grafik sehen und wie Sie auch in folgender Grafik sehen hier. Das ist mal der Vergleich zwischen den Margen der S&P 500 Unternehmen und der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe, die im Chart hier invertiert dargestellt ist. Und normalerweise muss es da mit den Margen, mit den Umsätzen respektive Gewinnen der Unternehmen eben nach unten gehen. Und dann stellt sich eben die Bewertungsfrage. Das ist jetzt offenkundig das, was die Märkte derzeit einpreisen. Auf vielen Ebenen, auch bei den Rohstoffen etwa. Hier Kupfer natürlich unter Druck an einem solchen Tag, aber die globale Nachfrage für Kupfer, die wird hoch bleiben, die wird steigen, die wird 50% steigen, schon aufgrund des politischen Willens, die erneuerbaren Energien weiter auszubauen. Dafür braucht man Kupfer. Man muss also hier in einem solchen Bereich mal unterscheiden zwischen das, was jetzt vielleicht die nächsten Tage und vielleicht sogar Wochen passiert und das, was vielleicht in den nächsten Jahren oder sogar Jahrzehnten passiert. Und Jahrzehnte ist jetzt hier nicht das Thema beim S&P 500, aber die Marke von 3.900 Punkten oder knapp drüber, 3.908 beim S&P 500, auf die würde ich Sie gerne aufmerksam machen, denn das ist das 61.8er Fibonacci Retracement der massiven Rallye, die wir seit Ende August, Ende Juni gesehen haben. Und ja, da ist derzeit die aus meiner Sicht übertriebene Sorge schon sogar, dass die Fed um 100 Basispunkte
die Zinsen anheben könnte, wenn morgen die US-Arbeitsmarktdaten richtig saftig stark ausfallen würden. Hier in diesem Chart sehen wir auch nochmal diese wichtige Unterstützung bei 3.900 Punkten. Hier ein Analysehaus sagt also, wir haben erwartet, dass das passieren dürfte, dass der S&P auf diese 3.900 Punkte fällt, aber von da aus gehen wir von einer Rallye aus, wenn nicht, könnte es unschön werden. Also das ist jetzt schon ein wichtiger Punkt, eine Kernmarke, die jetzt es zu verteidigen gilt für die Optimistas. Jetzt sehen wir hier mal Ölpreisabsturz. Wir haben jetzt die längste Strecke an Verlusten beim Ölpreis seit dem Jahr 2020. Wir sind jetzt fast, wenn wir noch einen Dollar fallen beim WTI, auf dem tiefsten Stand seit Januar, damals bei 85,73 im Tief. Hängt auch damit zusammen, dass eben diese ganze Iran-Geschichte wabert. Iran könnte dann eben auf den Weltmarkt wieder kommen mit seinem Öl. Wenn wir jetzt noch abschließend nach Europa kommen, sehen wir, dass hier natürlich die Inflation himmelhoch ist. Man erwartet jetzt praktisch einen Schritt von 0,75% Zinsanhebung, auch durch die EZB nächste Woche. Wir sehen, dass auf kleinerer Ebene Preiskampf mit Coca-Cola. Edeka akzeptiert Preiserhöhungen nicht. Die Hersteller wollen höhere Preise haben, weil sie höhere Kosten haben. Die Lebensmittel, die Supermarktketten sagen, nee, ist nicht. Das kann also passieren, dass zum Beispiel dann Coca-Cola eben bei Edeka nicht mehr vorhanden sein wird. Da dürfen wir gespannt sein, wie diese Kämpfe ausgehen. Aber wenn eben diese Preisanhebungen durchgehen, dann ist das natürlich wieder inflationär. Und dass jetzt die Fed, die EZB, genauer gesagt, die Zinsen um 0,75 anhebt, ist eigentlich schon gebacken. Alles andere würde wahrscheinlich den Euro weiter kollabieren lassen, der ohnehin schon fast auf die 0,99 Marke gefallen ist heute. Also der kann von dieser Erwartung, dass die EZB die Zinsen um 3/4% anheben wird, gar nicht richtig profitieren. Was würde erst passieren, wenn die EZB nur 0,5 anhebt? Das kann man sich gar nicht ausmalen. Wir sehen Erleichterung zumindest an der Stromfront, könnte man sagen. Wir sehen jetzt, dass sich die Strompreise innerhalb weniger Tage halbiert haben. Wer konnte so etwas ahnen, meine Damen und Herren? Ich dachte, solche Charts gehen immer nach oben. Naja, aber es geschehen Wunder. Das liegt vor allem auch daran, dass die EU eben hier interveniert. Die Kommission hat jetzt gesagt, die EU-Kommission, ja, wir werden jetzt mal etwas ändern mit den Price Limits, wollen wir hier einziehen und hier praktisch eben uns mehr orientieren an den Stromproduzenten, die günstiger produzieren können, statt an dem teuersten in diesem Mehrwertsystem. Und das sind ja Gas. Anlagen und jetzt ist es so, dass wir Deutschen das Dreifache dessen bezahlen, was die Spanier bezahlen, zumindest was den Strompreis an der Börse für Deutschland und für Spanien gilt, wenn man das mal vergleicht. Warum das so ist, habe ich in einem folgenden Artikel mal mit dargelegt und dann noch zwei Empfehlungen in Richtung China. China von der Stromabschaltung zum nächsten Lockdown, das ist auch eine große Sorge. Immer mehr Städte, immer mehr wichtige Städte in China sind ganz oder teilweise im Lockdown. Das wird die Wirtschaft noch weiter stark unter Druck bringen. Und ein sehr interessanter Artikel auch zu China, wichtiger Sprung im Wirtschaftskrieg, denn der chinesische Chip-Riese SMIC hat jetzt 7 Nanometer Mikrochips entwickeln können und das trotz Sanktionen durch die USA. Die kriegen Teile aus den USA nicht. Amerikanische Firmen dürfen denen nicht zuliefern und die müssen also mit veralteten Technologien versuchen, jetzt supermoderne Chips herzustellen. Das scheint gelungen zu sein, ein wichtiger Schritt für China in diesem Wirtschaftskrieg gegen die USA. Also drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Zweimal China und einmal, warum der Strompreis in Deutschland so viel höher ist als in Spanien. Jetzt sage ich einen wunderschönen Abend, guten Abend, Servus und Ciao.